Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute ein Kirsch-Bananeneis im Thermomix. Das Eis besteht auch nur aus 4 Zutaten, die wirklich jeder zu Hause hat. Es ist mehr oder weniger ein Grundrezept, wo man halt auch die Früchte noch anpassen kann, sodass man das nach jeder Geschmacksrichtung machen kann, was man halt am liebsten isst. Ich mag selbstgemachtes Eis im Sommer total gerne, weil es einfach super schnell ist. Es ist gesund, man weiß, was drin ist, man kann es nach seinem eigenen Geschmack machen und auch noch so mit weißer, geriebener Schokolade darüber. Es ist total lecker. Ich kann es euch nur empfehlen, weil es wirklich so schnell geht. Fangen wir auch schon an. Wir benötigen 300 Gramm gefrorene Kirschen, 50 Gramm Zucker, 150 Gramm Naturjoghurt und 100 Gramm gefrorene Bananenscheiben. Als erstes machen wir jetzt aus dem Zucker Puderzucker. Und dafür setzen wir den Deckel auf. Und stellen auf 5 Sekunden Stufe 10. So. Dann können wir einmal alles runterschieben. Und nun kommen die gefrorenen Früchte dazu. Bananen, auch die Kirschen. Dann einmal wieder den Deckel aufsetzen. Und das Ganze müssen wir jetzt 10 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. So, können wir uns einmal alles schon mal runterschieben. Nun kommt jetzt der Naturjoghurt dazu. Dann wieder den Deckel aufsetzen. Und jetzt werden wir mit dem Spatel mithelfen. Und zwar, damit sich das alles schön verbindet, dauert es jetzt 30 Sekunden. Auf Stufe 4. Sieht richtig toll aus. So, das Eis ist jetzt auch schon fertig. Ich zeige euch das einmal. So sieht das jetzt aus. Ja, und jetzt werde ich es einmal anrichten. Mit Hilfe meines Eisportionierers kann ich mir jetzt die Kugeln abstechen. Ist natürlich etwas weicher, das Eis. Und einmal in mein Schälchen geben. Sieht richtig schön cremig aus. Dann können wir das Ganze noch mit einem grünen Blättchen garnieren. Hier würde jetzt natürlich auch noch Minze hervorragend passen. Ich nehme jetzt ein Basilikumblättchen. Ja, fertig ist mein Eis. Wie ihr gesehen habt, ging das Eis wirklich total schnell. Ich liebe es total gerne, dieses Fruchteis zu essen. Ich mag es auch wirklich gerne mit dem Joghurt. Man kann es natürlich auch durch Sahne ersetzen, dann hat es natürlich ein paar mehr Kalorien. Also ich bleibe doch lieber bei Naturjoghurt. Und ja, ich esse das Eis total gerne auch draußen auf dem Balkon in der Sonne und es gibt wirklich nichts Schöneres. Und weil es natürlich auch so eine größere Portion ist und wir das zu zweit gar nicht alleine schaffen, immer direkt aufzuessen, friere ich immer den Rest in diese Eisportionsbecherchen ein, die ich euch auch schon gezeigt habe. Ja, und dann kann man es halt immer wieder rausholen und dann auch noch genießen. Also immer eins zum Einfrieren, eins zum Direktessen. Also total praktisch und echt schnell und gesund und lecker. Ihr müsst es auf jeden Fall nachmachen und mir berichten, wie es euch gefällt. Das würde mich sehr freuen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!